Einen schönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Willkommen zum letzten Webinar in dieser Woche vor dem vierten Advent. Wir blicken heute in die Märkte und zwar, wie auch schon avisiert, in das britische Pfund, US-Dollar. Wir schauen auf Euro-britisches Pfund und auf Schweizer Franken, japanischen Yen. Und wir machen natürlich auch heute wieder zum Wochenabschluss den Blick in die Indizes, um zu schauen, wie dort die aktuelle Lage ist und was sich in den letzten paar Handelstagen dort getan hat. Zuvor allerdings der Risikohinweis. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das Ganze bitte ich wie immer mit zur Kenntnis zu nehmen und auch von meiner Seite her Dankeschön für die guten Morgengrüße und wie jeden Morgen auch die Bitte, wenn jemand einen Wunschmarkt hat, bitte rein in die Chats auf GoToWebinar oder auch auf Facebook, dann gehe ich gerne auch auf den ein oder anderen Wunschtitel ein. Das im Vorfeld und damit schauen wir gleich auf die Nachrichtenlage. Wir sehen es oben dick und rot. Heute ist der letzte Verfalltag in 2019. Das heißt, es könnte durchaus zu einigen Ausschlägen an den Märkten kommen, einfach weil die Fälligkeiten da sind. Und da wissen wir ja, der sogenannte Hexensabbat, der kann hier ordentlich die Märkte zumindest kurzfristig durcheinander rütteln. Schauen wir noch auf die Nachrichtenlage für den heutigen Tag. Wir sehen es hier, 8 Uhr haben wir Daten vom Konsumklimaindex bekommen, also das GfK Konsumklima. Ein bisschen unter den Erwartungen hier an dieser Stelle 9,8 waren erwartet, 9,6 sind es dann gewesen. Aus Großbritannien bekommen wir heute noch im Vormittag oder am Vormittag ein paar Daten rund um das Thema Bruttoinlandsprodukt und Leistungsbilanz. Das sollte man so ein bisschen auf der Uhr haben, weil wir haben ja hier ein paar Werte heute, die auch mit dem britischen Pfund zu tun haben. Deswegen die Daten hier heute mit drinnen. Und am Nachmittag dann aus den USA wichtige Informationen zum Bruttoinlandsprodukt. Das Ganze um 14.30 Uhr, um 16 Uhr dann die Uni Michigan mit den Konsumentenerwartungen und dem Verbrauchervertrauen und am Abend dann die Rohöl- bzw. die COT-Berichte, also COT, alles um das Thema der Rohstoff und auch der Währung. Das kann man da entnehmen von der Seite her. Wen das interessiert, da kann man dann wieder reinschauen. Wobei man auch sagen muss, es geht jetzt langsam aufs Jahresende zu und die Bewegungen an den Märkten, die werden dann in aller Regel um den Jahresende etwas geringer. Aber immer wichtig an dieser Stelle, das Ganze mit auf dem Schirm zu haben. Martin, du fragst gerade, was mit dem Schal ist. Ich habe Hals und der tut mir einfach gerade so ein kleines bisschen gut von der Seite her. Ein Schal um den Hals, um das Ganze etwas zu lindern. Gut, das zu den wichtigsten Nachrichten an dieser Seite. Und wir schauen einfach mal rein in die aktuellen Charts hier an dieser Stelle. Ich habe die normalen Handelsideen und dann noch ja eine Kleinigkeit im S&P 500. Wir starten mal hier mit dem Blick in den S&P 500 hier, auch weil das Ganze jetzt interessant sein kann, jetzt auch am Morgen. Und zwar haben wir hier, wenn wir uns den S&P 500 mal anschauen im Index, wir wissen es ja, er ist eine ganze Zeit nach oben gelaufen und hier sehen wir halt mal auch in der kleineren Zeit ja diesen ziemlich starken letzten Move nach oben, auch konnte man trendtechnisch sehr, sehr schön sehen. Und hier mit Bezug auf diesen Trend, ich habe das oben markiert, ist der Markt hier ein paar Tage lang einfach seitwärts hin und her gelaufen. Und das ist ein sehr, sehr interessantes, Handelssignal an dieser Stelle, weil es ist eine sogenannte hohe Flagge. Und in dieser Verortung ist diese hohe Flagge natürlich ein sehr, sehr bullisches Zeichen. Wir sehen einfach, es gab wenig Abgabedruck im Markt, deswegen der Seitwärtslauf. Und ich persönlich lag gestern so ein bisschen auf der Lauer mit dem Ausbruch. Und der Ausbruch ist ja gestern auch gekommen. Das heißt, das konnte man gestern am Abend bzw. am Nachmittag schon schön zum Trading nutzen. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn der Ausbruch hier schon durch ist, er hat ja noch keine Bestätigung. Und das ist jetzt das Interessante, weil wir haben ja jetzt hier die Korrektur sozusagen innerhalb dieses Trends über die Zeit gesehen. Und das Muster, was wir hier jetzt sehen, ist sozusagen jetzt ein Rücklauf nach dem Ausbruch. Und da ist es interessant, wann der rumdreht. Und da haben wir natürlich auch interessante Anlauflevel an dieser Stelle. Bleibt der Markt nämlich stark, ist es häufig so,
dass wir mal das Ausbruchslevel noch einmal antesten hier aus der Korrektur. Und wenn wir dann die Umkehr bekommen, das kann dann interessant sein. Und da haben wir jetzt ja eine schöne Richtungsvorgabe hier aus dem Stundenchart. Wir sehen es, das war der schöne dynamische Schub nach oben. Und jetzt korrigiert das Ganze so ein bisschen leicht nach unten. Und das Ganze schauen wir uns jetzt einfach mal im 5-Minuten-Chart an, weil wir haben jetzt hier nach dem schönen Schub nach oben, den konnte man im 5-Minuten-Chart übrigens auch, schaut es hier, ist ja schön nach oben geschwungen, das Ganze hochgelaufen. Und das, was wir hier jetzt an dieser Stelle sehen, ist hier so ein bisschen wie ein Trendkanal, der hier in die Korrektur läuft. Und auch von dieser Verortung her ist das natürlich etwas, das hat einen eher bullischen Charakter, je nachdem, wie tief das Ganze läuft. Ne? Und als Anlaufpunkt sehen wir hier unten halt, hier guckt euch das mal an, diese Marke um die knapp 3200 Zähler. Das war gestern hier ein gesuchtes Support-Level, kurz drunter auch der Ausbruchsbereich. An dieser Stelle wird es dann nämlich interessant, wenn der Markt schön weiter nach unten läuft und wir dann den Ausbruch aus diesem Kanal raussehen und der Markt wieder nach oben trendet, das wäre dann ein sehr, sehr bullisches Zeichen, wo man durchaus hier auch im Intraday-Bereich einen Rückschnapper bzw. den Hochschnapper in Richtung Zwischenhoch hier um die knapp 3209 Zähler einfach mitnehmen kann. Und das sehen wir hier momentan als Trading Opportunity im S&P 500. Das zum Index, und damit würde ich sagen, gehen wir an dieser Stelle einfach mal in die Währungen rein. Wir starten mal hier mit der Währung Schweizer Franken, japanischer Yen. Für diejenigen, die hier vor ein paar Tagen die initiale Trading-Idee verpasst hatten, wir haben hier im Schweizer Franken, japanischen Yen über diese inverse Schulterkopf-Schulterformation gesprochen, im groben Sinne. Also das heißt auch hier die Kontraktion unter diesem wichtigen Level. Damals war es die 110.220 als Widerstand. Jetzt ist das Ganze natürlich eine Unterstützung. Und schauen Sie mal hier, wie gut der Markt das Ganze angenommen hat und wo er auch reingelaufen ist. Wir hatten ja auch über Potenziale gesprochen. Wir haben über mögliche Anlaufpunkte oben getroffen. Und das ist hier oben ein Bereich um die 111,9, das hier ein Widerstand, und schaut, der Markt ist oben reingelaufen und der verharrt jetzt so ein bisschen auf dem hohen Niveau, und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an, weil das könnte unter Umständen so eine kleine Schwächephase sein, die möglicherweise zu einem bisschen Korrektur zur Unterseite führt. Mit Blick zur Oberseite übrigens, weil ich werde jetzt in dem Folgenden etwas mehr auf die Unterseite eingehen, sollte der Markt tatsächlich oben drüber brechen, das heißt jetzt hier keine Schwäche reinkommen, wir bleiben hier über dieser wichtigen Marke des Vortagestiefs oder des Vorvortagestiefs hier um die 111,453, wenn wir da drüber bleiben, hat der Markt natürlich weiterhin die Chance, weil dieser Trend in der Stunde weiter nach oben läuft, also der Aufwärtstrend noch da ist, dass der Markt schön weiter hochlaufen kann. Und da müssen wir einfach mal schauen, wenn wir uns den Tag jetzt hier an dieser Stelle einmal anschauen, dann haben wir gut die Chancen, wenn dieses Level rausgenommen wird, erst einmal kurzzeitig hier, dieses Zwischenhoch, das ist das Hoch im Januar, Februar gewesen, also das Jahreshoch sozusagen, das anzulaufen, das liegt bei 112,164. Und danach ist der Weg nach oben erstmal auch ein ganzes Stückchen weiter frei. Den nächsten Spike-Punkt, den wir hier anlaufen können, das wäre hier oben die Marke um die 112,75 in etwa. Das haben wir hier drüben. Also nach oben hin haben wir auch einiges am Potenzial, aber dazu müssen wir erstmal diesen wichtigen Widerstand überschreiten. Und was wir uns jetzt in der kleineren Zeiteinheit in der Stunde anschauen, ist nämlich, dass wir sehen, dass dieser schöne Aufwärtsschub hier langsam etwas ermüdet. Das sehen wir darauf, dass hier oben nichts mehr rauskommt. Ne? Wenn wir mal sehen, wie schön die erste schöne Bewegung gewesen ist, was dann aus der Korrektur heraus nach oben hin kam, da wurde es schon weniger. Und jetzt hier an dieser Stelle sehen wir so ein bisschen eine Top-Bildung. Und wenn sich diese Top-Bildung bestätigt, dann haben wir hier durchaus Korrekturpotenzial auf der Uhr. Ich zeichne das Ganze auch gleich mal einen kurzen Augenblick, also so wie das dann ausschaut. Das mache ich mal kurz dann schon in einer anderen Farbe, schon in der roten Farbe, wenn das Ganze getriggert wird. Also wir sehen es jetzt hier, wir haben natürlich diesen Abprall von oben schon gehabt, aber noch sind wir innerhalb dieses Aufwärtstrends verortet. Also noch ist hier alles wirklich im grünen Bereich, aber das, was wir hier auf der Unterseite schon mit jetzt auf der Uhr haben sollten, ist einfach der Bereich, wenn wir tatsächlich unten drunter fallen, das heißt hier ein tieferes Tief machen, dann haben wir erstmal hier einen kleinen Abwärtstrend innerhalb der noch
korrektiven Phase. Aber sollte es hier tatsächlich dazu kommen, dass der Markt unten drunter läuft, hier, das ist das Trendtief und das ist auch das Vorvortagestief, wenn wir da drunter laufen, ist dieser Aufwärtstrend erstmal rausgenommen. Und da sehen wir, da haben wir Korrekturpotenzial im ganz kurzen Bereich, erst einmal erster Anlaufpunkt hier um die 111,33 oder dann hier etwas tiefer um die Marke von 111 japanischen Yen. Das ist das, was wir im relativ nahen Bereich durchaus auch mit haben. Auf der Unterseite natürlich noch auch weiteres Potenzial für die Korrekturausdehnung. Das sind dann allerdings Sachen, wo ich denke, aus Erfahrung heraus wird das nicht in einem kleinen Intraday-Trade machbar sein. Das wird dann eher das Thema für den nebenberuflichen Handel bzw. für den Swing-Trade, das Ganze dann auf die Unterseite zu begleiten. Hier, wenn wir unter die 111 drunter fallen, nächstes Level, nächster Auflaufpunkt wäre dann hier der Bereich, als wir hier deutlich über dieses alte, sage ich mal, unten drunter liegende Chartbild drüber gelaufen sind, also als wir aus dieser inversen Schulterkopf-Schulterformation ausgebrochen sind. Das ist die Marke von 110,22. Das hier als tieferer Anlaufpunkt im Supportbereich auf der Unterseite im Schweizer Franken japanischen Yen. Und damit gehen wir jetzt mal wieder zum Pfund und wir starten mal mit dem Währungspaar Euro-Britisches Pfund. Der erste Blick geht hier auch in den Tageschart hinein. Das Ganze nur, um mal die aktuelle Verortung etwas besser aufzuzeigen. Das heißt, wir sind ja hier in einem Markt, wo wir sehen, der ist schon sehr, sehr, sehr deutlich entsprechend hier unter die Räder gekommen und das Thema unter die Räder gekommen. Das heißt, an diesem Punkt natürlich nichts anderes, als dass wir einen schön stark laufenden Abwärtsschub haben. Aber, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig zu sehen, deswegen gehen wir mal in dieses Schubbild hier rein. Wenn wir uns dieses Ganze mal ablaufen, hier hatten wir ein Zwischenhoch, hier das letzte Trendtief und wir sind jetzt mittlerweile über diese wichtige Marke, hier um dieses Hoch bzw. um diesen Widerstand, um die 0,85200 drüber gelaufen. Das sehen wir hier. Ich habe das mal noch als Widerstand markiert gelassen, aber es ist sozusagen ein sehr, sehr wichtiges Level und wir haben jetzt hier auch schon schön erkennbar, dieser schöne starke Schub, den wir hier in der letzten Handelswoche oder in den letzten 1, 2, 3, 4, 5 Handelstagen auch gesehen haben. Das hat letzte Woche Freitag hier angefangen. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Chance, dass wir Möglichkeiten haben, weiter nach oben zu laufen. Also wenn wir hier über das Tageshoch von gestern drüber lupfen, dann haben wir schöne Anlaufpunkte, die hier höher liegen. Die habe ich hier schon mal markiert. Wir sehen das im Tageschart auch. Das sind so die Swing Highs des Abwärtsschubs in der Stunde. Und deswegen gucken wir jetzt mal in die Stunde hier auch rein, das Ganze uns im näheren Bild an. Und da sehen wir schön diesen Aufwärtslauf hier des Tagescharts im Verlauf der Stunde. Und da sehen wir ganz gut hier diesen schönen Schwung nach oben, immer wieder auch Korrekturen und die Bewegung. Und was wir hier jetzt sehen, ist einfach gerade die Korrektur. Und wenn sich dieser Trend hier oben drüber nach oben fortsetzt, das ist dann tatsächlich der Bereich hier, wenn wir über dieses Tageshoch drüber laufen, dass wir dann den Stundentrend nach oben fortsetzen. Und das bringt uns dann tatsächlich gut und gerne die Chancen nach oben reinzulaufen, wenn man sich das mal anschaut hier, die nächsten Anlaufpunkte halt. Da habe ich einfach mal geguckt, was sind denn in dem Abwärtsschub, den wir hier gesehen haben, wichtige Marker, die wir sehen können. Das ist ein bisschen klein, ja, aber ich kriege es leider hier nicht anders hin. Wir sehen es hier, da haben wir ein paar interessante Swing Highs aus diesem Abwärtsmove, wo der Markt hier, wie auch hier oben, um die Marke von 0,86600 immer mal angelaufen hat, dann wieder abgeprallt ist. Das sind natürlich interessante Marker oder wie auch hier dieser Bereich. Erst war es leicht Unterstützung, dann wurde es zum Widerstandsbereich, hier auch ein interessanter Widerstand. Das haben wir oben liegen und zwar im Genauen genannt hier der erste Anlaufpunkt, wenn wir über das Trendhoch drüber laufen. Der erste Anlaufpunkt wäre dann hier die 0,85750, dann oben drüber die 0,86005 und dann hier oben, wie schon gesagt, das besagte Level um die 0,86600. Die Marken, das ist das, was wir oben drauf haben. Aber eins dürfen wir auch nicht vergessen, es kann nach diesem starken Aufwärtsschub im Tagestrend natürlich auch immer wieder dazu kommen, dass wir etwas Gegenlauf sehen, dass wir wieder Rückschnapper sehen und der Markt erstmal wieder in Richtung dieses ganz großen, übergeordneten Bildes laufen könnte. Und da ist auch wieder das Tageshoch sehr, sehr interessant. Wir müssen einfach mal schauen, wenn wir hier beispielsweise am Tageshoch direkt den Abpraller bekommen, dann
können wir uns natürlich auf die Unterseite wieder legen. Das heißt, dieser Abpraller hat dann natürlich die Chance, hier erstmal wieder runterzulaufen, hier zum Tagestief hin von gestern bei 0,84761 haben wir das liegen. Und da sehen wir auch, das ist das Tief dieses aktuellen Stundentrends. Und das wäre mal ein Level, das sollte man dann durchaus definitiv im Auge haben. Und danach hier an dieser Stelle die Währung britisches Pfund US-Dollar. Das hatten wir ja auch schon letzte Woche am Freitag in Limassol besprochen. Da hatten wir ja die Wahlen und da ist der Markt ziemlich stark nach oben gelaufen. Und das, was wir letzte Woche hier an dieser Stelle besprochen hatten, war ja das Szenario. Wir sehen es, der Markt ist hochgegappt und nach unten gelaufen. Und da hatte ich ja gesagt, es würde mich nicht wundern, wenn sich dieser Abverkauf nach unten auch nochmal etwas weiter fortsetzt. Und da habe ich halt auch darauf hingewiesen, wir müssen aufpassen, wenn hier an diesem Tief Schwäche reinkommt, dann haben wir eine gute Wahrscheinlichkeit eines ordentlichen Rücklaufs. Und dieser Rücklauf ist ja jetzt auch gekommen. Das heißt, wir sehen hier an dieser Stelle natürlich erst einmal den Gap Close. Das ist Geschichte. Und jetzt sind wir unten ordentlich weit reingelaufen. Aber die Verortung, die wir hier haben, die ist durchaus interessant, weil der Markt sich gerade hier in diesem Supportbereich befindet. Ich mache mal ganz kurz die Preisschilder noch in den Vordergrund wieder, dass wir das sehen können. Also schaut mal, wir haben hier dieses Ausbruchlevel. Hier hat sich auch so eine schöne Kontraktionsform, auch wieder eine leichte inverse Schulterkopf-Schulterformation gebildet vor diesem deutlichen Ausbruch. Dieses Level haben wir jetzt erreicht und wenn wir hier nach diesem starken Abschub irgendwann eine Umkehr sehen können, da wäre natürlich so ein Supportbereich prädestiniert. Aber so ein Supportbereich ist natürlich überhaupt keine Garantie dafür, dass wir rumdrehen. Das heißt, hier sollten wir einen Fortgang unter das Tagestief von gestern sehen, dann werden halt andere Level auch aktiviert. Das heißt, Anlaufpunkte, die wir uns gleich auch im Stundenchart noch einmal anschauen, auf der Unterseite sind weiterhin vorhanden. Eine Ausdehnung steht ja nicht wirklich was im Wege. Heißt halt hier, wir haben im Tageschart ein Supportlevel um die 1,28200 und zwischendrin ein kleines Swinglow aus der Stunde bei 1,28790 mit Blick zur Oberseite hin, auch nur mal wegen der Verortung hier, wenn es nach oben geht und wir tatsächlich aus diesem ganzen Muster hier heraus die Umkehr sehen sollten, dann wäre es natürlich erst einmal interessant, was passiert denn hier oben am Tageshoch von gestern um die Marke von 1,31325. Und da schauen wir uns das ganze Bild mal im Stundenchart an. Wie schon gesagt, noch haben wir keine Umkehrsituation. Ich möchte das Ganze einfach nur mal für die Watchlist hier auch haben, weil wir sind in so einem Supportbereich und da haben wir halt sehr, sehr häufig die Situation, dass der Markt solche Level nutzt, um rumzudrehen. Der Stundentrend ist hier definitiv weiter abwärts gerichtet. Aber wenn hier natürlich ein Aufwärtstrend entsteht in der Stunde, dann haben wir Chancen, nach oben zu laufen. Und das wäre dann quasi das prädestinierte Bild, hier die Oberseite mit anzulaufen. Und wie schon gesagt, das erste Widerstandslevel haben wir hier an diesem gestrigen Tageshoch bei 1,31. Und das sehen wir hier an dieser Stelle hier. Da ist der Bereich auch schon das ein oder andere Mal angetestet worden. Und da sehen wir halt auch im Kontext dieses Abwärtstrends, das ist halt ein Level des letzten Korrekturhochs. Und das anzulaufen, beziehungsweise hier ein Stück weit reinzulaufen in die Korrektur. Warum nicht? Ja, kurzfristig haben wir dann auch noch einen Zwischenbereich hier, als sich dieser Trend sozusagen nach unten hin fortgesetzt hat. Also hier an diesem Bereich, hier sind wir ja aus der Korrektur raus auf den Tief gelaufen, im kleinen Bereich. Und dann sind wir wieder zurückgekommen und haben an dieser Stelle halt den Trend dann entsprechend nach der Umkehr nach unten hin wieder fortgesetzt und das wäre dann mal ein erstes Level, das Ausbruchslevel. Wir wissen, es wird ja gerne auch einmal angetestet. Das ist die Oberseite und wie schon gesagt, die Unterseite. Dazu muss ich den Chart jetzt allerdings mal wieder etwas kleiner machen. Wir sehen es, das ist das alte Ausbruchslevel und wenn wir darauf reagieren mit weiteren Verkäufen, wie schon gesagt, hier unten auf Tagesbasis ein Support-Level um die 1,28200 und hier hat man zwischendrin auch nochmal ein kleines Zwischenlow um die Marke von 1,28279, das Ganze hier auf der Unterseite zu sehen als Anlauflevel hier im britischen Pfund US-Dollar. Das zu diesem Chart. So, okay, also hier der Blick in die Währungen, die Handelsideen. Ich sehe gerade, wir bekommen auch noch eine Frage zum NATO Natural Gas und Korn, also Mais. Kann ich nicht bieten. Wir haben hier bei Tickmill nicht alle Futures, alle Rohstofffutures. Was wir haben ist, wir haben den Brent im Öl sozusagen und das WTI im Öl und dann bei den Edelmetallen noch
Gold und Silber. Jetzt gehen wir noch mal kurz zurück auf die Nachrichtenlage und dann werfen wir noch mal einen Blick in die großen Indizes. Also wie schon gesagt, die heutigen Tagesnachrichten haben wir ja durch. Was wir jetzt noch besprechen, ist der Rückblick auf die Termine der aktuellen Woche. Und da hatten wir auch einige wichtige Termine. Wir haben am Montag Daten aus China bekommen zur Industrieproduktion. Die haben positiv gemeldet. Wir sehen es, die Prognose war bei einem Zuwachs von 5%. Also es war auch ein Anstieg erwartet worden. Der Anstieg war sogar noch höher. Hier 6,2%. Gemischte Bilder gab es dann am Montag beim Einkaufsbericht, also beziehungsweise nicht gemischt, sondern eher schlechter als erwartete Zahlen gab es am Montag zu den Einkaufsmanager-Indizes hier in Deutschland beziehungsweise in Großbritannien. Da sehen wir es durch die Reihe weg. Rote Zahlen, die sind allesamt etwas schlechter ausgefallen als erwartet. Von der Seite her eine kleine Marktenttäuschung, hat dem Ganzen aber keinen gigantischen Abbruch gebracht. Das heißt, im großen Bild merkt man halt ein Stückchen weit schon, dass sich gewisse Wirtschaftsindikatoren in Teilen auch wieder bessern, gerade was die Zukunftsaussichten anschauen. Und das ist doch ein sehr, sehr wichtiger Fakt. Am Dienstag haben wir dann Informationen auch bekommen aus Großbritannien hier. Wichtigerweise zu den Arbeitslosenänderungen an dieser Stelle auch hier etwas Zuwachs, 21,2 sind erwartet worden, 28,8.000 Stellen sind es dann am Ende gewesen, die sozusagen auf der Seite der Arbeitslosen dazugekommen sind. Bei den Baugenehmigungen in den USA allerdings eine schöne positive Sache, hier hatten wir mehr Genehmigungen als erwartet und bei den JOLTS-Stellenangeboten sind auch deutlich mehr Stellen geschaffen worden, als das hier erwartet wurde. Ist. Und das ist sehr, sehr positiv und das spricht auch für einen sehr robusten Arbeitsmarkt in den USA. Dann haben wir am Mittwoch den IFO-Geschäftsklimaindex bekommen und das war eine sehr schöne Überraschung hier an dieser Stelle. Also ein positives Ergebnis, besser ausgefallen, als das Ganze erwartet worden ist. Wir haben ja hier eine Erwartung schon gestiegen gehabt zum vorigen Bericht von 95,1 auf 95,5. Aktuell sind wir hier bei 96,3. Der Verbraucherpreisindex in Großbritannien ist auch besser ausgefallen, als das Ganze erwartet worden ist. Und bei den Rohöllagerbeständen, wir sehen es auch hier, der Rückgang war zwar nicht ganz so groß wie erwartet, aber das Rohöl ist trotzdem, die Lagerbestände sind trotzdem zurückgegangen und das ist ja schon mal immer ein positives Zeichen. Am Donnerstag gab es dann aus Großbritannien Daten zu den Einzelhandelsumsätzen aus dem Monat November. Wir sehen es hier, die sind leicht schlechter ausgefallen als erwartet. Mit Blick auf den Zinsentscheid der Bank of England, da sehen Sie, da gab es keine Überraschung, der ist geblieben bei 0,75%. Und mit Blick auf Großbritannien wird es natürlich jetzt sehr, sehr wichtig, was in den nächsten Wochen geschieht. Wir haben ja gehört, was Johnson erzählt hat. Er möchte relativ flott mit der EU verhandeln, hier zu Handelsabkommen zu kommen und das Ganze dann relativ zügig im Thema Brexit zu verbinden, dass dort alles in stabile Wege entsprechend auch mitkommt. Und aus den USA haben wir dann ja am Donnerstag noch den Philly Fed Herstellungsindex bekommen. Da sehen wir, der ist doch, ein ganzes Stück nach unten gegangen und bei den Verkäufen bestehender Häuser etwas auch die rückläufigen Zahlen. Also wir sehen es in dieser Woche, wir hatten durchaus ein gemischtes Bild an Zahlen und das Ganze hier jetzt nochmal mit Blick in die Indizes und da haben wir aber gesehen, dass das den Indizes nicht wirklich einen Abbruch getan hat. Das heißt, den S&P 500 haben wir uns ja schon mal angeschaut an dieser Stelle, da brauche ich nichts mehr zu sagen. Da läuft das Ganze ja schön nach oben. Ob wir heute weiter nach oben laufen oder wie schon gesagt weiter Korrektur nach unten sehen werden, das wird die Zeit zeigen, aber im großen Bild, wie schon gesagt, alles schön positiv aufwärts gerichtet, hier der Bewegungstrend auch schön intakt und wie schon gesagt, selbst wenn hier Korrekturen kommen, das Bild ist weiterhin sehr, sehr grün. Das ist auch das Gleiche, was wir hier bei dem US-Index, dem Dow Jones, also dem US-30 sehen an dieser Stelle. Hier läuft der Markt auch weiterhin sehr, sehr schön nach oben, nach diesem kleinen Zwischenrücksetzer hier, der diesen ersten initialen oder diesen letzten Bewegungstrend gebrochen hat, sind wir wieder schön im Aufschwung gesehen. Wir stehen hier auch weiterhin im Bereich des Allzeithochs. Der Markt ist gestern auch dynamisch oben ausgebrochen. Also wenn wir uns hier mal das Korrekturmuster in der Stunde auch mit anschauen wollen, einfach nur aus einem Lerneffekt. Hier sehen wir es, das Bild etwas anders als im S&P 500. Hier haben wir so mehr oder weniger ein ansteigendes Dreieck gehabt, wenn man sich das Ganze mal anschauen will. Hier
in diesem Bereich. Und da haben wir halt gesehen, die Händler haben immer früher angefangen zu kaufen und das Ganze jetzt nach oben. Und wie schon gesagt, Korrekturmuster auch jetzt hier ein relativ enger Trendkanal. Mal schauen, ob der Ausbruch nach oben hier heute noch am Ende der Woche kommt. Wie schon gesagt, wir haben heute dreifachen Hexensabbat. Mal schauen, was die Märkte draus machen. Aber hier auch im Dow Jones natürlich die Märkte schön aufwärts gerichtet. Das ist auch das gleiche Bild, das wir hier sehen, wenn wir uns den Index der technologielastigen Werte anschauen. Das heißt hier den US 500, den Nasdaq, gleiches Bild. Wirklich sehr, sehr schöner Aufwärtslauf. Hier auch der Bruch des alten Allzeithochs. Halt, das ist der US 500. Wir brauchen den Tech. So, da ist er. Auch hier der Bruch des Allzeithochs, der letzte Bruch vom Allzeithoch. Sehr, sehr schön vollzogen, schön dynamisch. Und das Ganze auch hier weiterhin sehr, sehr bullisch zu sehen. Also auch hier gibt es momentan nichts zu sagen. Auch hier wird es spannend sein, wie sich der Markt heute sozusagen beim Verfall der Futures verhält. Wir sind in eine ordentliche Bewegung reingelaufen. Also wir sehen jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tage mit Kursgewinnen in Folge, beziehungsweise mehr oder weniger mit Tageszuwächsen in Folge. Das ist schon eine ordentliche Zahl an Kerzen. Für diesen Index auch nichts Ungewöhnliches, aber es können natürlich auch immer mal Rücksetzer kommen, gerade vor der Weihnachtswoche, die wir nächste Woche vor uns haben. Also das ist interessant, das große Bild auch hier natürlich weiterhin schön bullisch. Der Markt läuft schön nach oben, das Ganze im großen Bild, wenn wir uns das auch mal auf der Woche anschauen hier. Der Wochenaufwärtstrend ist wirklich intakt, schön hochgelaufen. Der hat vor, hier gesehen, im Dezember 2018 haben wir hier das Tief gesehen, also vor gut einem Jahr haben wir das Tief gehabt und seitdem trendet der Markt wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr stark und stabil nach oben und das ist doch ein gutes Zeichen für den Fortlauf eines Bullenmarktes. Und dann möchte ich an dieser Stelle, weil wir das Thema Großbritannien hier ja auch mit da haben, möchte ich mal ganz kurz noch auf den britischen Aktienindex eingehen, hier das Kürzel an dieser Stelle UK100, aber der Chart gefällt mir nicht. Machen wir mal kurz ein neues Chartfenster auf. Das Ganze hier betrachtet auch mal im Tageschart. Und wir sehen es hier an dieser Stelle, der Index natürlich ein ganz Stückchen unter die Räder gekommen. Wenn wir uns das Bild mal hier auf der Woche auch anschauen, hier ist nicht wirklich groß die Aufwärtsdynamik da, wie wir das beispielsweise an den US-Märkten gesehen haben. Und wir haben einfach, sage ich mal, durch die ganzen wirtschaftlichen Dinge jetzt hier doch schon einen starken Schub nach unten gehabt. Der Markt muss sich erstmal wieder lösen und nach oben laufen. Aber ich persönlich bin relativ guter Dinge, dass wir hier positive, sage ich mal, Entwicklung auch im neuen Jahr sehen möchten oder werden. Einfach, wenn man hört, was Premier Johnson auch gesagt hat, was er vorhat. Er möchte halt auch ordentlich Geld investieren in die Wirtschaft, in die Infrastruktur von Großbritannien. Er möchte dafür sorgen, dass es Handelsabkommen mit der Welt gibt, also das heißt mit der Eurozone, mit der USA, möglicherweise auch mit anderen Handelspartnern. Und das Ganze sollte dann natürlich die Wirtschaft in Großbritannien wieder auf Vordermann bringen, auf die Beine bringen, möglicherweise sinkende Arbeitslosenzahlen und. Also das sind ja alles Faktoren, die wir haben und die wichtig sind. Und das muss man natürlich an dieser Stelle auch immer sehen, dieses starke Hin und Her. Wenn sich das dann festigt und wir hier positive Nachrichten bekommen, das wäre dann schön. Initialzündungen sind ja jetzt auch schon gekommen. Wir haben hier ein wichtiges Level rausgenommen, auch in dieser Woche hier an dieser Stelle. Ist jetzt ein Support-Level geworden, aber diese Marke von 7000 etwas über 400 Zählern ist jetzt wirklich rausgenommen worden und das ist sehr, sehr schön. Das ist eine schöne erste Initialzündung und da wird es auch sehr, sehr spannend zu sehen, wie der Markt sich weiter verhält. Und wenn das Ganze dann wirklich sich zum Positiven wendet, dann denke ich, haben wir auch gute Karten für einen guten Anstieg im neuen Jahr. Und da wird der UK 100, also der britische FTSE 100, natürlich immer wieder hier auch im Fokus des Handelns bei Tickmill liegen. Das zu den Charts der Woche sozusagen. Ich gehe jetzt nochmal kurz auf die Nachrichten für die nächste Woche ein. Viel ist es nicht, was wir da haben, aber trotzdem noch kurz die Zeit, wenn jemand einen Wunschmarkt hat, bitte einfach in die Chats auf Facebook oder GoToWebinar reingeben, damit wir das noch miteinander besprechen können. Also hier hatten wir den Rückblick auf die aktuelle Woche und nächste Woche gibt es auch noch ein paar Daten. Nicht viel, ja, aber die USA liefert einfach immer irgendwas. Das heißt, wir bekommen hier auch den möglichen, oder ich glaube nicht, dass da viel Impact kommt, aber ein paar Nachrichten haben wir nächste Woche Montag aus den USA, die Verkäufe, neue Häuser. Ja gut, ganz klar, dann ist Weihnachten überall auf den wichtigsten Finanzplätzen und am Freitag gibt es dann noch
die Öllagerstände, die Rohöllagerstände aus den USA. Das mal hier an dieser Stelle die wichtigsten Nachrichten. So, dann an dieser Stelle jetzt, ich hatte es ja gestern schon avisiert, ich hatte ja eigentlich vor heute noch einen großen Index-Check, beziehungsweise keinen Index-Check. Ich wollte mal das Fund im Detail analysieren, auch mit Blick auf die langfristige Situation und den Goldmarkt noch mal etwas näher beleuchten. Das schaffe ich aber heute mit dem Hals nicht. Von der Seite her hier die Zeit jetzt für Sie zum Handeln. Wir hören uns nächste Woche Montag noch einmal mit den letzten Nachrichten und den Handelsideen vor Weihnachten. Das ist dann auch mein letztes Webinar für dieses Jahr. Dann geht es im Januar weiter. Bis dahin allen erst einmal eine gute Zeit, ein entspanntes viertes Adventswochenende und bis Montag. Tschüss und danke für die Zeit und gute Trades auf alle Fälle.